Folge gehabt heute einfach mal. Na super. Na toll. Naja, aber das war die, komm, wir schieben aber, Rumpel in den Nachbarraum. Aber lass dir die Kekse gut schmecken, das werden sicherlich auch... Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dead Island mit Sergeant Rumpel. Wir müssen ja auch in meinem Video irgendwie eine Anmoderation haben. Warte mal ganz kurz, ich muss auch mal ganz kurz. So, und weiter geht's bei Dead Island hier auf dem Kanal von Gronkh. So. Und hier vorne, liebe Freunde, haben wir sogar interessanterweise noch eine Quest. Leider hatte der Manuel keinen Draht, der Gronkh auch nicht, deswegen konnten wir die Sichel noch nicht aufpimpen, aber das werden wir sicherlich noch machen. Aber jetzt erstmal mit Lukas quatschen. I need you to run to the nearest pharmacy and bring me this. I've written it down for you. Make sure this is what you're getting. It should be in the pharmacy's refrigerator. Got it? Das haben wir auch schon 10 Mal gehabt. Schnelle Hilfe, bringe die Medikamente zu Lukas. Schwierigkeitsgrad, Mittel, Belohnung 1500. Großer Baseballschläger ist die Belohnung. Ich nehme es einfach mal an. Gut, go. Und ob wir es dann machen? Gut, go. Gut, go. Gut, go. Der Lukas, der macht noch Mugambo-Konkurrenz, ey. So, jetzt gehen wir hier wieder raus, ne? Und dann... Bombe. Jetzt so, zurück zu den Snooze. Achso, doch. Und wir müssen ja noch, bevor wir das vergessen, das mit den Lautsprechern regeln. Ach ja, die Lautsprecher. Ne? Eine große Freude. Irgendwer was ist denn da gerade? Was hat denn der Rumpel für Kekse gegessen? Der Rumpel rumpelt. Wenn es rumpelt, ist immer Rumpel. Warte mal, ich gebe mir jetzt mal wieder die Lautsprecher aktivieren. Hier der Rumpel ist doch ein Alternativer. Der hat doch bestimmt so Samenkekse gegessen oder sowas. Samenkekse, ja bestimmt. Gronkh, du gehst in die falsche Richtung, glaube ich. Ja, genau. Ich folge dir, also ich gehe dir hinterher gerade. Ja, auf diesem Haus ist angeblich auch noch einer. Wenn das falsch ist. Bist du nicht wieder bei der falschen Quest? Nee, habe ich gerade aktiviert extra. Hier müsste ein Lautsprecher drauf sein. Hä, da waren wir doch schon. Ja eben, hier sind wir reingegangen in das Haus. Aber das, nee, da ist ein Lautsprecher tatsächlich. Ach, cool. Wo ist denn der Abschalter für den? Der ist im Haus. Anschalter. Im Haus? Ja, dieses Powerteil für den Lautsprecher muss irgendwie da runter gehen. Seht ihr das Kabel da? Oder ist der hier an der Außenwand irgendwo? Der da? Oh, warte mal kurz, ich muss husten. Sekunde. Der Gronkh muss husten übrigens, Sekunde. So, da bin ich wieder. Bin ich zu laut? Ouch. Ja, ein bisschen. Das ist ja unangenehm. Auch mal dringend zum Mute-Schalter, so. Ey, aber wir müssen hier rein. Ne, aber der muss da drin, der muss da sein, wo du jetzt gerade bist eigentlich. Genau, da unten. Oh, bin hier oben, guck mal, ich bin hier scheiße. Oben. Huch, ach, der Rumpel auch. Hab ich dich wieder mal gerettet. Hm. Oh. Kann man da nicht lang gehen? Ach, ich weiß, wie da hinkommen. Warte. Nein! Ja, hier, wir müssen die Kisten weg. Genau, die Kisten weg und dann. Ey, da haben sie sich ja mal total krass was ausgedacht und wir müssen richtig puzzeln hier. Bam. Bin auch total verwirrt. Gronkh, schalt du das Ding nochmal aus? Ja, hab ich doch schon. Hier ist noch eine Kiste. Sehr gut. In der Kiste ist noch eine Waffe mit 382 Schaden. Ich hab so wenig Leben im Moment, das ist ein Problem. Komm her. Warte. So. Danke. Immer gern. Okay, also da ist nur eine Waffe drin, irgendwie meintest du, ne? Das gucke ich mir gerade nochmal an. Hä? Ich will doch gar nicht handeln. Ne, ich will auch nicht handeln. Hä? Na, so ein Streitkolben Stufe 36 kann ich eh nicht anwenden. Das ist halt auch immer das Problem. Hier ist noch ein Ausweis. Jungs, wurde. Ausweise. Hier, Ausweise, wo ich bin. Da, wo ich bin. Wo bist du denn? Ach, hier bin ich. Cool, da bist du ja. Hier auf dem Tisch. Dankeschön. Hallo? Patz! Patz, der Daus. Da ist ja noch einer hier. Boah, dieser scheiß Husten. Entschuldigung, ich bin schon wieder da. Hier ist Reiniger. Sehr schön. Warum mit dem Draht? Wenn ihr Draht findet, sagt mir Bescheid, ne? Ja, Draht hättest du mal schön kaufen können in der Kirche. Ja, bei dem Typen. Mach ich aber nachher eh, da müssen wir eh nachher. Es gab mal eine Zeitung, die hieß der heiße Draht. War so eine Kontaktanzeigen. Na, ach, da. Schön. Hier Kleiderzeigen, nicht Kontaktanzeigen natürlich. Wo sie immer inseriert hast, wo sich immer noch keiner gemeldet hat. Ja, natürlich. So habe ich ja den Manuel kennengelernt. Einsamer Let's Player sucht Let's Playerin. Das war ja noch so zu deiner Anfangszeit, so hast du den, ne? Manuel kennengelernt. Ja, natürlich. Einsamer Let's Player sucht Regisseur für eine Live-Show. Du musst leider die Waffen werfen, weil sonst
kriege ich den Schläger hier nicht platt, gerade mit meiner Lebensenergie. Tatsache, da ist ja der nächste. Au. Ja, Gott sei Dank. So, kotz dich aus, Junge. Das ist jetzt unangenehm. Huch, wo ist der denn hingeflogen? Ist schlecht gewesen. Hat der jetzt wieder eine Waffe von mir mitgenommen, der Schlangenbeschwörer da? Ich hoffe nicht. Nee, ich glaube, das mit dem nicht. Werfen solltest du echt lieber ganz lassen, wa? Ja, das ist aber ein bisschen blöd, weil darauf habe ich halt den Charakter geskillt. Ja, wie beschissen das eigentlich ist. Ja, dass wenn du die Waffe verlierst, da andauernd, da muss noch mal einer vorbeirennen. Weißt du, zum Beispiel, wenn ich wen angreife und der Sergeant Rumpel rennt den um, fliegt die Waffe irgendwo ins Nirgendwo. Weil die dann ja nicht in das Ziel trifft, sondern fliegt dann einfach noch 5 Kilometer weiter und die hast du dann natürlich verloren ganz schnell. Ja, das stimmt. Was denn? Ich falle hier immer runter. Wir müssen hier aber noch den Lautsprecher anmachen, Jungs. Ach, hier? Ja, der müsste hier irgendwie auf dem Gebäude sein. Also nee, der ist an hier. Der Seite, ne? Ach da, der Rumpel läuft da schon hin gerade. Wo ist denn der Anschluss dafür? Hier. Ach, hast du schon. Perfekt. Super. Dann können wir mal. Jetzt haben wir alle Lautsprecher durch. Vielleicht rushen wir da mal rüber, oder? Da waren das schon vier? Folgequest. Waren das schon vier? Ja, waren jetzt vier. Ja, Walle läuft wieder ganz weit voraus. Genau, weil wir haben in der letzten Folge ja auch zwei gemacht. Schon. Soweit ich mich erinnere, Dunkel. Wir haben sogar schon relativ viele gemacht. Ja, jetzt insgesamt haben wir jetzt 8 gemacht. Ui, mach du mal lieber. Ich bin nämlich verletzt. So. Warte mal, ich kann mich doch heilen. Das mache ich mal gerade. Ihr könnt euch auch selber heilen, ne? Nee, mit ja, mit H genau, kann man sich genau, heilen. Ja. Steht das für Heal? Nee, das steht für Halunke. Nee, Hitler. Boah, nein. Du solche Wörter nehmen? Boah, die Axt ist echt gut, aber langsam. Diese Sichel feiere ich einfach hart. Der hat gerade den anderen Zombie umgeschlagen, das ist ja witzig. Boah, Reichweite, AD. Ich muss mich gerade mal ein bisschen in Sicherheit bringen. Apropos Sicherheit. Na, komm schon. Ja, kommt ihr kleinen Kackvögel. Heute jetzt könntest du mal rasen, könntest du fast. Schön. Ja, Raserei habe ich noch nicht aktiv, kann ich noch nicht aktivieren. So eigentlich nicht. Da brauchst du jetzt Wut oder sowas, arbeiten. Ne? Genau. So, hier vorne ist auch alles clean. Ist auch nicht so der Optimal-Skill, Raserei. Also ich würde den Charakter sofort umskillen, wenn ich es könnte. Aber geht ja leider auch nicht. Müssen wir jetzt hier die Treppen hoch hier hinten eigentlich, um wieder zurückzukommen? Ja, wir müssen hier eigentlich da lang. Jetzt hier ja, ne, weil von hier kommen wir ja. Nee, hier müssen wir lang. Hier. Zum Grand da. Ich weiß immer noch nicht ganz genau, wo, in welcher... Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Machst du den oder mach ich den? Nee, mach du lieber. Ich muss gleich mal wieder eine andere Waffe nehmen. Nehme ich nochmal hier meinen freundlichen Tanto. Ja, ich level bald. Hallo, ich freu mich. Freust du dich? Ja. Sehr? Deswegen schneide ich den Viechern immer die Beine ab. Weil es so viel EP gibt, oder was? Genau, weil da krieg ich ja vierfach EP dabei. Deshalb levelst du so schnell. Jaha! Jaha! Günther! Ich bin auch aufgestiegen, das war schön. Glückwunsch! Wir könnten das ganze Let's Play so reden! Das sind wir absolut gar nicht! Halt mal den Fress! Jaha! Das klingt irgendwie so ein bisschen nach Loriot hier. So, wo sind denn die Zombies? Das wird irgendwie so. Du musst doch mal das tun, was dir Spaß macht! Aber ich will doch hier einfach nur sitzen! Mal willst du spazieren gehen, mal willst du nicht spazieren gehen. Muss dich schon mal entscheiden. Aber ich will doch einfach nur hier sitzen. Ja, ja. Was macht der Walle eigentlich? Ich weiß gar nicht, ich laufe irgendwie so ein bisschen planlos. Ich hab geskillt, aber ihr geht falsch wieder mal. Ja, okay. Ja, wir gehen falsch. Bim. Ich würde gerne meine Waffen zurück. Die, die an deinem Körper stecken, der Tanto da. Oh. Feel strong. Aufstieg. So, hier waren wir auch schon 10-mal, glaube ich. Gefühlt. Oh, da vorne sind Punks auch. Mann, dass hier wieder so viele Viecher rumgeistern, ne? Ich meine, mal ganz ehrlich, die müssen auch irgendwann ihren Geist aufgeben. Vorsicht, da ist ein Exploder. Wie viele Leute können hier in der Stadt leben?
Ich skill mal. Kann ich skillen, oder? Ob das gerade die beste Idee ist, weiß ich nicht. Klar, mach ruhig. Ach, die Punks, das sind die gleichen Punks wie vorhin, oder? Das ist wieder der Kampf. Ja, dann sollten wir doch aufs Dach steigen eigentlich, ne? Das war doch letztes Mal sehr ratsam. Ja, aber warum sollen wir jetzt nochmal gegen die kämpfen? Das macht doch keinen Sinn. Weil wir müssen zu Garrett. Zu dem Garrett müssen wir. Müssen wir immer die Punks weghauen? Nee, es gibt auch bestimmt einen anderen Weg da rum. Aber laut Wegpunkt müssen wir da auch gar nicht mal so unbedingt vorbei. Lass mal hier oben lang gehen. Na gut. Und dann sind wir auf der sicheren Seite. Mit ein bisschen Glück. Auf der sicheren Seite. Oh, scheiße. Hier ist ein Exploder. Achtung, Achtung, Achtung. Nicht mal nachkommen. Ist er weg? Ja, ist tot. Gut. Der war beim letzten Mal auch schon da. Hä? Wir haben auch sonst nichts zu tun. Oh, hier ist eine schöne Waffe. Also wenn ich jetzt mal einfach hier auf den Dings gucke, müssten wir eigentlich an der Straße an dem vorbei. Jetzt sind wir schon wieder hier. Wir können da durch. Wir können aber auch hier an der Straße hinten rum lang einfach. Wir müssen gar nicht hier lang unbedingt. Dann lass mal die Punks außer Acht, weil ich will keine Muni da verschwenden. Ja, komm, lass uns mal zurückgehen. Übrigens, ganz kurz hier in der Kiste. Kommt doch mal ganz kurz, ihr beiden. Mhm. Wer es brauchen kann. Handbeil. 507. Ist geil. Oh, hier ist ein Exploder. Alter. Oh. So, erledigt. Nimm du das mal mit. Ich brauch eine Stumpf. Ich brauch's eh nicht. Ja, das ist für mich noch zu hochlevelig einfach. Ich kann's noch nicht. Na gut. Nee, es sind vier. Ich spring jetzt hier runter. Aua, hat wehgetan. Achtung. Kommt ihr mit? Da müssen wir da nicht unten lang laufen. Ich bin schon unten. Okay. Ich warte hier bei euch. Auf euch. Ja, ich steige gerade wie eine Dame die Leiter hinab. Oh, shit. Verpiss dich! Ja, da bleib ich weg. Er lebt noch. Oh, der ganze Spaß habt ihr für euch alleine gehabt. Das ist noch mehr Spaß hier. Links und rechts. Ich seh schon. Ein bisschen Spaß muss sein. Na, komm schon her. Wir haben hier so ein... Oh, Rammer. Ich habe ihn noch gesehen, aber... Oh, dachte ich, krieg's noch hin. Dan. Hier gibt's... Oh, geil, Energy Drinks. Die kann ich super gebrauchen. Oh, wow! Boah, der Drecksack hat mich voll weggetreten. Seid ihr auch immer... Warte, ich kann dich retten. Oh, bitte, ja. Danke dir. Ich wollte gerade noch ansprechen. Seid ihr auch immer zu geizig, euch selber zu heilen? Bin ich auch tot. Ach du Scheiße. Zum Glück habe ich mich gerade noch... Warte. Herr Rumpel, bleibt mal liegen. Boah. Ah, zu spät. Der Herr Rumpel ist schon weg, schade. Ich komm wieder zu euch. Komm. Okay, ich warte mal. Boah, Vorsicht, Vorsicht, Shit. Vorsicht, Vorsicht. Oh, jetzt müsste einer mich heilen, bitte. Ich bin noch down. Ah, Alter, jetzt hat er mich weggetreten. Fuck. Wir müssen ihn mal irgendwo gegenlaufen lassen. Komm mal her, Rammer. Wir müssen mal irgendwo gegenlocken, dass er da hinrennt und dann nehmen wir uns den vor. Jetzt. Jetzt, kommt. So, und tschüss, du Wichser. Na, da habe ich nicht viel beigetragen, aber was soll's. Ist egal, der hat's verdient. Oh, da ist noch einer. Was ist jetzt los? Wo kam der Kindergeburtstag oder was? Komm her. Komm, wir locken den und dann gleich auf den Rücken. Der hat sich verbrannt. Das ist einer von den Nikolai-Rammer. Das ist der Nikolai vielleicht selber gewesen. Jetzt brennt er. Richtig. Boah, ich brauche nicht. Ich muss unbedingt... Ich hab gelevelt. Gratulation, die Dame. Vielen Dank. Au, heiß. Au. So, ich level mal ganz kurz die Herrschaften. Ja. Komm mal her, Sarah, ich heile dich nochmal. Was soll ich jetzt noch nehmen? Bleib mal stehen. Ach, lieben Dank, Herr Rumpelstilzchen. Aber es gibt nicht so viel, ne? Ah, gut. Nee, gibt leider wirklich nicht so viel. Also, ein bisschen mehr hat er schon jetzt gebracht. Jetzt lass uns mal zum Grand durchrushen. Oh, das ist ja geil. Wenn man springt bei Comet, gibt's ja einen Perk, ein plus 99% Damage, wenn man springt. Plus 99%? Ja, also auf der dritten Stufe. Erst 33, dann 66, dann 99. Aber da muss man ja mal springen. Das ist ein bisschen ätzend. Also Alter! Martial Arts. Scheiße, mein Messer ist im Arsch wieder. Oh. Danke. Sehr gut gemacht, Rumpel. Ja. Jetzt muss ich mich mal eben heilen. Ich muss von meiner Knauserigkeit ablassen. Ich habe mir genügend Hairspacks geholt. Wie viel Kohle habt ihr eigentlich im Moment? Ich habe nur noch 25.000. Das waren auch so ein paar Kommentare in den Kommentaren. Was? Also, egal. Wobei das ja sogar stimmt. Naja, aber die haben gesagt, dass wir uns nicht mehr umbringen sollen, weil das so viel Geld kostet. Dabei hat man echt Geld en masse hier.
Ach ja, und der Spaßfaktor ist doch 10-mal wichtiger als das. Mal ehrlich. Ach, wisst ihr was? Ich kann jetzt. Komm in meine Arme. Ich kann jetzt auch das Stockmesser benutzen. You fucking dead. Dass der da auch keine neuen Sprüche drauf hat, da. La 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 la. Oder dass die immer so stinken müssen auch, ne? Ja, also widerlich. Ich rede mal mit dem Garrett, ne? Dann habe ich das. Okay, erledigt. Wie hält man die Schnauze so lange? Glaube ich. Jo, hat funktioniert. Alles läuft wie geschmiert. Und hier schadenanrichtende Pistole. Gar nicht mal so übel, das Teil. Wir können noch mal mit Garrett reden. Die hast du aber nicht aufgenommen, mein Freund. Nee, die ich liegt weiß, hier unten. Ich hab's schon gesehen. Hab ich schon. Hab ich schon auch mal da. Boah, diese Hackmesser werfe ich jetzt weg einfach. Komm. Was macht denn der Zombie da oben? Und das gefährliche Militärmesser auch. Und das lasse ich auch fallen. Ich habe keine Medipacks. Damit ich mal ein bisschen Platz hab, echt, ganz ehrlich. Scheiße. Hast du da jetzt nochmal drauf geschossen? Nee, ne? Okay, nee, ich rede nochmal mit Garrett, ne? Ich rede nochmal mit Garrett. Okay. Nochmal? Der dritte, nee. Jetzt ist aber gut, nee. Ne? Jetzt ist aber gut. Nee, ich sag nö, oder? Ja, ja, wir haben. Obwohl, jetzt schon... Kannst du annehmen, wir müssen es ja nicht machen. Dafür kriegen wir den Bauplan Piranha, ne? Oh! Ja, für den Bauplan verhuche ich mich gerne. Also es sind auch nur drei Lautsprecher bei der Kennel Street. Ja, ja, nee, da aber wollen wir uns jetzt mal an. Ich nehme es einfach mal an und dann ziehen wir. Wir haben doch jetzt schon Surround-Lautsprecher angemacht. Du hast da schon ganz recht, ja. Der will einfach höhere Einschaltquoten. Echt, aber diese Quest ist so echt so eine dämliche MMO-Quest, die sich immer wiederholt. Das nervt dann irgendwann halt auch. Ich meine, man muss ja nicht 800 Mal denselben Mist machen. Gut, ich würde mal sagen, dann schaut mal ein und gemeinsam in unser Questlog. Suche die Medikamente, Spionagespiel haben wir auch noch. Machen wir schnelle Hilfe vielleicht, mal gucken, wo das ist. 166 Meter nur entfernt, das ist also echt nicht weit. Ja, das ist echt eine schnelle Hilfe, das können wir mal schnell machen. Das Spionagespiel hingegen super weit, das taucht mir gar nicht mehr auf. Festung mich Gottes. Mich ärgert, dass ich keine Medikamente mehr habe. Das Insulin, gehen wir, machen mal schnelle Hilfe, vielleicht finden wir da auch nochmal das Insulin. Ne, suche die Medikamente. Ach, ja. Hoch? Ach, hast du Besuch? Aber wir müssen hier woanders lang dann. Moment, ich wollte mal gerade meine Waffe aktivieren hier. Geht's hier überhaupt weiter? Doch. Gefährlicher. Hier, das Stockmesser wollte ich doch aktivieren. Das wollte ich doch gerne ausrüsten, bitteschön. Gegen diese Pistole hier. Aua! So. Okay, ich komme, Freunde. Zieht euch warm an. Wo müssen wir denn langhangen? Wo müssen wir denn langhangen? Ihr seid schon richtig unterwegs. Ich will nur hier einfach geradeaus weitergehen. Mal willst du geradeaus weitergehen, mal willst du hier bleiben. Ja, ja. Der rumpelt. Aber wir müssen mal irgendwann einen Loriot-Abend machen, übrigens. Auf jeden Fall. Oder auch mal Bad Spencer-Abend. Auch gut, bin ich auch dabei. Oder auch mal, hier, Star Wars Abend. Oder ein Sarazar Let's Play Abend. Genau, machen wir mal einen Sarazar Let's Play Abend. Das ist eine gute Idee. Wollen wir uns den ganzen Abend Sarazars tolle Let's Plays angucken? Nee, wisst ihr, was ich mir letztens reingezogen habe, war Born Identität. Nochmal die ganze Reihe. Ah, die ist die auch ganzen sehr drei gut. Teile. Haben mir sehr geil, gut gefallen. Muss man echt sagen. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Und, ja, verschiedenste Filme habe ich mir angeguckt in letzter Zeit. Tropa de Elite ist auch extrem geil, von dem City of God-Macher. Ich hab mir ja Prometheus angeguckt auch. Wie ist ein Prometheus? Also visuell ist der eindrucksvoll, aber irgendwie... Okay, sagt alles. Nee, aber also die Story... Ohne Werkbank, 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 Werkbank. Ohne Werkbank, genau, Werkbank. Dann machen wir noch ein bisschen Werkbank und dann machen wir mal ein kleines Pausenende. Hier ist auch ein Fakt noch am rumliegen, bei Neue Herald Ausschnitt 21. Oh, Werkbank ist schön. Ey, habt ihr vielleicht Draht mittlerweile gefunden, Leute? Nee, immer noch nicht. Sicher nicht? Nee, ganz sicher nicht. Seid ihr euch sicher? Ja, werden wir auch gleich. Bist du dir wirklich sicher? Ich kann auch gleich immer nachschauen, aber ich schaue jetzt mal ganz kurz. Nein, ich habe keinen Draht. Ey, mal zu euch hast du Draht, mal hast du keinen Draht. Euch habe ich wirklich keinen Draht. Ja, ja. Echt. Seid bestimmt Drahtzieher in dieser ganzen Zombie-Sache. Huch, ich höre doch schon wieder wen schreien.
oder Stockmesser mit einem Schocker zu verbinden. Ich brauche nur einen gottverdammten Draht. Das kann doch nicht sein, dass wir alle keinen Draht haben. Ja, das ist kleiner Draht. Hier, Deodorant, ja, Diamanten, Drogen. Mehr habe ich nicht. Ich brauche einen Draht. Mann. Als würden wir hier nicht irgendwie einen Draht finden. Hier sind überall Autos, was weiß ich was. Jetzt wird hier nicht eben mal überall Drähte rumliegen. Ich habe Water und Weight Plate. Mehr habe ich leider nicht bei W. Sollte er Wire heißen, hoffe ich. Ja. Hey, gut. Das ist doch total klar. Das heißt Drate. Dr. Drate, den kennst du doch. Der macht Beats. Dr. Drate. Jo, aber jetzt hier, für diese Folge machen wir mal ein kleines Päuschen und sehen uns dann bald wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Together. Dead Island. Bis, Freunde. Tschö. Wow, oh, Hilfe. Scheiße. Nein. Also, tschüss. Ne, wir machen ja mal ein bisschen Party. Tschüss.